Wir können natürlich die Digitalisierung aus Unternehmenssicht nutzen für Prozess- und Produktinnovation. Das heißt, wir haben eine große Chance, mit Digitalisierung die Produktivität sozusagen zu verbessern und die Qualität der Leistungen eines Unternehmens gegenüber Kunden. Die Digitalisierung erlaubt natürlich eine orts- und zeitunabhängige Verteilung der Arbeit, sage ich mal. Alles, was wir heute mit Work-Life-Balance im weitesten Sinne diskutieren, ist natürlich erstmal richtig durch Digitalisierung möglich, sage ich mal. Der zweite Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist, dass Digitalisierung aus Mitarbeitersicht auch Teilhabe ermöglicht. Teilhabe, ich mache es mal einem Beispiel. Wir machen gerade auch ein Projekt, da geht es um Mensch-Roboter-Kollaboration. Und in dem Kontext versuchen wir, Arbeitssysteme zu entwickeln, wo Behinderte wieder integriert werden können. So, das heißt, die Digitalisierung ermöglicht auch, sage ich mal, Teilhabe von Beschäftigtengruppen, die in den letzten 20 Jahren ganz gewaltige Schwierigkeiten hatten, einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. Ein Erfolgsfaktor ist natürlich das, was man so neudeutsch mit Partizipation meint, sozusagen die Akteure, die Betroffenen mitzunehmen, relativ frühzeitig ein Verständnis zu erzeugen, was will man mit diesen neuen Technologien erreichen, welche Chancen, aber auch welche Risiken, und zwar in einer ehrlichen Art und Weise. So. Dazu gehört auch die betriebliche Sozialpartnerschaft, die da wichtig ist in dem Zusammenhang, weil dort noch möglicherweise genau über diese Personengruppen gesprochen wird. Das ist für mich ein Erfolgsfaktor. Der zweite Erfolgsfaktor ist natürlich das Wie. Beispiele zu generieren, sage ich mal, Piloten zu implementieren, um es anschaulich transparent zu machen, was bedeutet denn neue Technologie und Veränderung von Arbeit. Ein gutes Beispiel haben wir selbst, wenn Sie an unser Future Work Lab denken, zum Beispiel, was wir hier auf dem Campus haben, ja, wo wir Mitarbeiter, Betriebsräte, Führungskräfte zeigen, wie sich die Arbeit in Zukunft verändern wird, welche Technologien, welche Implikationen sozusagen haben werden und wie sich da Arbeitsinhalte möglicherweise neu strukturieren. Das heißt, Beispiele zu generieren, zu zeigen, zu kommunizieren, was passiert da eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren. So. Ich glaube, wir haben drei Aufgaben. Einerseits erwartet die Industrie von uns, das kenne ich aus vielen Gesprächen, dass wir natürlich nicht nur, sage ich mal, das Rüstzeug, Methodenentwicklung machen oder konzeptionelle Entwicklung machen oder Software entwickeln, sondern dass wir auch zeigen und testen, dass diese Software einen Mehrwert für das Unternehmen schafft. Das Zweite, was eine große Herausforderung ist für die Forschung häufig, wir müssen das auch kommunizierfähig machen. Das heißt, wir müssen auch darüber sprechen, sodass das Gegenüber es auch versteht. Dieses Future Work Lab als Beispiel, von dem ich gerade sprach, ist ein Instrument für uns, auch mit Mitarbeiterzielgruppen zusammenzukommen, wo wir eine Chance haben, mit denen in Interaktion zu treten, zu sprechen. Verstehen die uns eigentlich und verstehen wir ihre Bedürfnisse? Wir machen angewandte Forschung. Das heißt, wir wollen auch Transferleistungen machen. Transferleistungen im Sinne, dass wir jetzt nicht nur ein Buch schreiben wollen, wo die neue wissenschaftliche Erkenntnis drin steht oder eine Methode entwickeln, die man verkaufen kann, ja, sondern wir wollen auch Transferleistungen, das heißt in Interaktion zu treten. Deswegen ist die Netzwerkpflege für uns der immer wiederkehrende Austausch mit Unternehmen, insbesondere mit mittelständischen Unternehmen, ja, sehr wichtig, um denen zu zeigen, wir stiften einen Mehrwert mit unserer Forschung für euch. Das Smart AI-Projekt geht ja um die Frage, wie künstliche Intelligenz und Arbeit, welchen Zusammenhang es gibt. Und die zweite Frage, die uns ganz speziell interessiert, ist, wie wird sich die Sachbearbeitung durch den Einsatz von KI-Technologien verändern? Wie sieht die neue Arbeitsteilung zwischen KI-Technologien und einem Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin aus? Ja. Oder wie können wir da neues Arbeitssysteme definieren, dass es vielleicht das KI eine unterstützende Funktion für die Sachbearbeitung hat? Und damit beschäftigt sich gerade dieses Smart AI-Projekt ganz intensiv, rauszubekommen, über welche Sachbearbeitungsprozesse, welches Potenzial liegt da eigentlich da, um KI überhaupt dort einzusetzen? Und wie sieht die neue Arbeitsteilung zwischen Mensch und KI-Technologien, sage ich mal, in der Sachbearbeitung aus? Das Future Work Lab ist faktisch ein Demonstrationslabor, wenn Sie so wollen.
Das haben wir mit Unterstützung vor anderthalb Jahren des BMBF vor anderthalb Jahre aufgebaut. Ja. Dort wollen wir eigentlich über ein Parcours-Konzept, Sie müssen sich vorstellen, es ist wie so ein Parcours, es sind immer Stationen, wie wenn Sie so einen Parcours durchlaufen. Und an jeder Parcoursstelle wird eine andere Technologie vorgestellt. Und wir machen zum Beispiel immer bestimmte Zyklus, 2 bis 3 Monaten, immer ein Open Day Lab, nennen wir das. Ja. Aber wir wollen auch zum Beispiel Auszubildenden zeigen, wenn sie in den nächsten Jahren in den Beruf gehen, wie wird sich ihr Beruf verändern, sage ich mal. Wenn sie Mechatroniker werden wollen oder wenn sie mechanische Ausbildung machen wollen, was auch immer für ihre Disziplin. So. Damit die schon ein Gefühl für bekommen an diesen Parcoursstationen, was könnte denn da auf sie zukommen. So. Und das Dritte natürlich, was wir da drin auch machen, wir testen, wir machen Forschung da drin. Wie sieht die nächste Generation an Technologien aus? Welche Fragen ergeben sich da für die Arbeitsforschung, sage ich mal, daraus, ja, sodass wir auch Zukunftsszenarien entwickeln können?